hat auch viel gemalt. Er fand den Computer. Er war ein Abiturient unserer Schule. Er ging aufs Lessing-Gymnasium Hoyerswerda. Das ist ein Ehrenbürger der Stadt Hoyerswerda. Und am 22. Juni dieses Jahr, diesen Jahres 100 Jahre alt wird. . 1923. Konrad Zuse lebt mit seiner Familie in Hoyerswerda. Sein Vater übernimmt die Stelle des Oberpostmeisters. Konrad Zuse ist 13 Jahre alt. Er besucht das Reformrealgymnasium in der Braugasse. Die Wohnung der Familie Zuse ist im Obergeschoss des Postamtes. In der jetzigen Kirchstraße. Ich bin Jennifer Lettau, bin 14 Jahre alt und wohne in Hoyerswerda. Und ich werde mich Konrad Zuse als Mensch und vor allem als Familienvater nähern. Ich bin Juliane, 14 Jahre alt und wohne in Hoyerswerda. Ich werde mich Konrad Zuse als Unternehmer und Wissenschaftler widmen, um herauszufinden, ob sich diese beiden Gegensätze miteinander vertragen. Ich bin Michelle, bin 15 Jahre alt und gehe ins Lessing-Gymnasium. In diesem Film werde ich mich Konrad Zuse als Künstler widmen. Denn ich beschäftige mich sehr gerne mit Kunst. Außerdem habe ich mich gefragt, wie Konrad Zuse malte und vor allen Dingen, was er malte. Mein Name ist Johanna. Ich bin 15 Jahre alt und wohne in Spremberg. Ich werde mich Konrad Zuse als Schüler widmen, weil ich mich frage, ob eine Person wie er auch zwangsläufig ein guter Schüler gewesen sein musste. Konrad Zuse war ja eine sehr vielseitige Persönlichkeit. Er war Künstler, Wissenschaftler, Erfinder und gleichzeitig auch Unternehmer. Ich frage mich, ob eine so beschäftigte Persönlichkeit überhaupt Zeit für Familie hat. Täglich fährt Konrad Zuse mit dem Fahrrad zur Schule. Das Reformrealgymnasium war seinerzeit voraus. Den Schulalltag prägte ein freiheitlicher Geist. Hier wurde Wert darauf gelegt, den Stoff so praktisch wie möglich zu vermitteln. Konrad Zuse konnte somit seine technischen und künstlerischen Begabungen gut ausbauen. Er arbeitete oft mit dem Stabilbaukasten und liebte es vor allem, Karikaturen zu zeichnen. Konrad Zuse war eher ein fauler Schüler. Er arbeitete nur so viel, dass er nicht sitzen blieb. In seinen Lieblingsfächern wie Kunst, Latein und Naturwissenschaften erhielt er aber sehr gute Noten. Nicht nur, dass Zuse mit dem Bau der Z1 im elterlichen Wohnzimmer den Vorläufer des Computers schuf, nein, dies war nur der Anfang. Im Laufe seines Lebens entwickelte er viele weitere Rechenmaschinen, welche sich in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Größe immer weiter verbesserten. Zuses wichtigste Maschine war die legendäre Z3. Geburtstag feierte diese 1941. Der erste voll funktionsfähige programmierbare Digitalrechner der Welt. Er wog eine Tonne, so viel wie ein Kleinwagen. Die Taktfrequenz betrug 5 Hertz. Heutige Computer besitzen eine Taktfrequenz von 2 Gigahertz. 400 Millionen Mal so viel. Gigantisch war auch sein Energiebedarf. 400 Watt. Im Museum trafen wir einen Freund Zuses, Horst Dieter Bremig. Ja, also Zuse war ja einer der ganz wenigen genialen Erfinder, die vieles beherrscht haben. Er hat ja weder die Elektronik studiert, noch hat er später die Malerei studiert. Und beides hat er ja bis zu einer tollen Leistung entwickelt. Also die Erfindung bedeutet für die Menschheit, dass Zuse als so eine Art Avantgardist vorangeht.
vorangegangen ist. Ein Avantgardist ist jemand, der in ein nicht bekanntes Gebiet vorstößt, es erkundet. Und dies hat er getan, hat das mit seinen erfinderischen Leistungen dann auch so weit getrieben, dass er dieses Gebiet dann zur Hauptstrecke für die Menschheit wurde. Denn wer kann heute noch ohne Computer leben? Es ist eine so wichtige Erfindung wie die Erfindung der Buchdruckkunst, die hat das Leben der Menschen verändert. Und der Computer beherrscht nun mal heute nicht nur unsere Gesellschaft, sondern die Gesellschaften unserer Welt, die Menschen unserer Welt. Ein Leben ohne Computer ist heute nicht mehr vorstellbar. Zuses Erfindung begegnet uns täglich und überall. Warum eigentlich Konrad Zuse Stadt? Welche Orte in Hoyerswerda erinnern uns an Konrad Zuse? Einige davon sind seine Wohnung im alten Postgebäude, sein täglicher Weg über den Markt und seine Schule, das Reform-Realgymnasium. Aber auch in der Neustadt gibt es viele Plätze, die an den Computervater Konrad Zuse erinnern. Zum Beispiel das Zuse-Haus und das Zuse-Denkmal. 1961 baute Konrad Zuse einen Computer. Er diente speziell als Zeichentisch. Vorrangig wurde er in der Modebranche eingesetzt. Doch Konrad malte am liebsten selbst und überließ dies keinen Computer. Als kleiner Junge nahm Konrad in der Großstadt Berlin die beeindruckenden Bahnhöfe wahr. Dies inspirierte ihn bis ins hohe Alter. Seine künstlerischen Werke basieren auf diesem beeindruckenden Moment. Mir fällt auf, die Bilder sind auffallend, grell und bunt. Hauptsächlich arbeitet er mit Grundfarben, die er kräftig durcheinander mischt. Die Bilder sind detailgetreu und basieren auf der Vision einer modernen Welt, wie zum Beispiel Hochhäuser, die in den Himmel ragen. Zuse sagte: Ich habe zwar kein Kunststudium, aber ein Informatikstudium habe ich auch nicht. Kreidezeichnungen, Ölgemälde und Linolschnitte schuf er unter dem Pseudonym Kuno See. Zuse malte leidenschaftlich. Das geht nicht auf Knopfdruck. Entweder man möchte es oder man lässt es. Ein Leben lang blieb Zuse seiner Leidenschaft treu. Aber nur als Hobby, denn seine Tätigkeit als Wissenschaftler ließ ihm wenig Zeit. Zuse sagte: Ich habe zwar viele Werke verkauft, doch um eine Familie zu ernähren, reicht es nicht. Mein Favorit ist eine Karikatur aus seiner Schulzeit. Es symbolisiert den Matheunterricht. Konrad war nicht unbedingt ein guter Mathe-Schüler. Meist war er zu faul. Die Karikatur zeigt eine Masse an gelangweilten Schülern, die auf den Bänken herumlümmelt. Keiner passt auf. Das Bild ist dunkel und düster. Es zeigt, dass Mathe nicht immer spannend und logisch für alle ist. Wenn ich das Bild betrachte, dann muss ich immer an meinen Matheunterricht denken. Ein ähnliches Erscheinungsbild. Persönlich bin ich auch nicht so ein Mathe-Profi. Wahrscheinlich deswegen gefällt mir das Bild so sehr. Um genaueres über Konrad Zuse als Vater zu erfahren, fuhren wir nach Berlin. Dort gab uns Professor Dr. Horst Zuse, der Sohn von Konrad Zuse, eine Führung durch die Computerabteilung des Technischen Museums. Nach dieser hatten wir die Gelegenheit, ihm ein paar Fragen zu stellen. Ja, wie ist das, einen berühmten Vater zu haben? Naja, es ist nicht ganz einfach. Es ist nicht einfach. Man muss es, also dass es so ist, dazu kann man ja nichts. Man muss sich entsprechend verhalten. Man darf nie zwei Dinge machen, glaube ich. Man darf nie arrogant sein, dass es so ist. Man darf nie damit angeben. Und man muss seine eigene Karriere machen. Was gehört zu einem Computer? Es gehört erstmal dazu der Speicher. Naja, also für mich war es eigentlich so in Ordnung. Ich
denke, es war eher ein Problem für meine Mutter in der Ehe, nicht? Dass er also so viel beschäftigt war, denn ich hatte ja viele eigene Beschäftigungen. Also meine Märklin-Eisenbahn und meine Freunde und alles, und da fiel mir das dann gar nicht so auf, nicht? Also so ein Ding ist, glaube ich, eher für die Ehe eine Belastung. Was ist ein Speicher? Wer traut sich? Auch keiner. Also ein Speicher ist etwas, wo man etwas hineintun kann und wieder heraustun kann. Viele Leute sagen, sind sie stolz auf ihren Vater? Da sage ich, ach, das Wort, das mag ich gar nicht. Ich sage, ich habe Respekt vor seinen wissenschaftlichen Leistungen. Und ich meine, das merke ich ja jetzt auch an dem neuen Nachbau der Z3, wie elegant diese Maschine gebaut ist und wie elegant und schlank diese Schaltungen da drin sind in dieser Maschine. Schon vor Zuses großer Erfindung nutzten Menschen für das Rechnen Hilfsmittel, wie zum Beispiel Finger, Zehen, Steine, Stäbchen, Knochen, Früchte oder auch Schnüre. Finger benutze ich auch heute noch oft zum Rechnen. Ein Zitat von Professor Dr. Winfried Görke. Ohne Konrad Zuse wäre die alltägliche Präsenz des Computers, wie wir sie jetzt in der Gesellschaft für selbstverständlich halten, nie möglich gewesen. Die Stadt Hoyerswerda kann stolz sein auf ihren Ehrenbürger, dessen Leistungen für die Technik im Jahr 1995 von Roman Herzog mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt worden sind.